Ja, hallo, zu mir selbst. Es gab heute eine Instant-Coach-Sitzung mit der Doreen aus Leipzig und ich habe mich darauf vorbereitet. Das Ganze hat drei Sitzungen und ich habe verschiedene Themen mit reingebracht und vor allen Dingen auch das Gefühl dazu. Das erste Thema, was ich reingebracht habe, ist meine Entwurzelung, das heißt die ausgefallenen Haare und der Heimatort, der damals verlassen wurde, was unmittelbar relativ zeitgleich passiert ist. Deswegen sehe ich persönlich da auch einen Zusammenhang. Und das ist jetzt 30 Jahre her und es ist nicht ausgeheilt. Also ich habe meinen Ort, wo ich mich zu Hause fühle, räumlich so noch nicht gefunden. Ich kenne ihn im Herzen. Ich weiß, wie ich dort lebe, vom Umfeld her. Ich weiß, was ich dort, mit welchen Aufgaben ich dort betraut bin. Ich spüre den Partner, der an meiner Seite ist und fühle ihn und habe das alles in mir. Also dieses Heimatgefühl habe ich komplett in meinem Herzen und auch klare Bilder. Ich kenne nur den Ort nicht und der Partner fehlt halt auch noch. Ja, und das haben wir halt heute alles so mit in dieser Sitzung bearbeitet. Dann habe ich noch ein weiteres Thema. Ach so, ich will noch was zu dem Gefühl sagen. Ich konnte dieses Gefühl heute in der Sitzung mit Doreen gar nicht mehr so wirklich spüren, weil ich in letzter Zeit durch diese Ruhe, die hier gerade passiert, durch den Coronavirus, mich auch sehr für mich zurückgezogen habe, sehr viel mit mir mache, eine gute Energie habe, weil es ist draußen in den Köpfen sehr laut. Bei mir wurde es irgendwie immer ruhiger und ich hatte so das Gefühl, ich kann den Menschen dienen und habe sehr viel nach draußen gebracht. Meditation, Gebete, habe mich öffentlich gezeigt durch Facebook. Das sind alles für mich neue Wege, die sich gut anfühlen. Und das ist ein Schritt in die Richtung. Und die Zeit hilft mir auch gerade sehr. Und daher konnte ich mich heute gar nicht so richtig in dieses alte Gefühl zurückversetzen, als Doreen gefragt hatte, wie, was macht denn das mit dir? Um es kurz zu beschreiben, es macht Folgendes mit mir, dass ich mich hier einfach im Außen, in der Stadt, in der ich lebe, nicht so einbringe, was Vereine angeht oder Öffentlichkeit, weil ich mich hier einfach nicht dazugehörig fühle. Es ist kein Ort, wo ich für mich sagen kann, ich möchte hier alt werden. Ja, und hat dazu geführt in den letzten 7 Jahren, dass ich mich doch sehr zurückgezogen habe und auch nicht so einen großen Freundeskreis hier entwickelt habe. In der Stadt zumindest. Und so war es in der Stadt, wo ich vorher gelebt habe, auch, also auf dem Dorf. Da hatte ich bloß damals noch meine Selbstständigkeit und habe sehr viel gearbeitet und hatte dort halt mein Team, das war so fast wie meine Familie. Und ich habe immer gedacht, wenn ich rausgehe aus der Firma, weil ich damals sehr krank wurde, ich habe einen Burnout bekommen, habe ich immer gedacht, dass es dann anders wird. Aber man nimmt sich immer mit und das Gefühl ist geblieben. Und es hat sich hier nicht verändert. Und deswegen habe ich es der Doreen erzählt, einfach mit dem Hintergrund, sie hat das auch gefühlt bei mir, dass wir da jetzt mal rangehen. Und jetzt so in meinen Räumen zu Hause, weil das ist ein sehr energetischer Ort, kann ich das nicht nachempfinden. Und wir können ja im Moment nicht so viel raus. Also ich bin wirklich gespannt für mich, was es mit mir macht, wenn wir dann wieder richtig raus können und uns wieder auch der Menschlichkeit stellen hier draußen, ne? Also interagieren mit Menschen. Die Menschen verändern sich ja auch gerade. Also ich bin da wirklich ganz gespannt, was dann geschieht. Weil im Moment ist es relativ einfach. Ich bin zu Hause, da fühle ich mich wohl. Ich bin hier im Wald, da fühle ich mich wohl. Das sind so Orte, da fühle ich mich wohl. Und da kann ich auch komplett mit mir alleine sein. Da brauche ich nichts. Und das reicht aber nicht zum Leben so allein. Und daher ist es gerade schwierig zu beantworten. Wir hatten noch das Thema Spinne, weil ich so wahnsinnige Angst habe vor Spinnen. Ein totales Ekelgefühl und Panikgefühl überkommt mich. Ich kann kaum noch atmen, wenn die in meiner Nähe sind. Und da kommt sofort der Fluchtreflex. Und als wir vorhin, als Doreen dann diese ganzen Programme hat ablaufen lassen bei mir und auch die Zellen gereinigt hat und geflutet hat mit so goldgelbem Licht, da konnte ich total mitgehen. Also ich habe mich total energetisch gefühlt, wie in einer Wolke. Es haben sich auch immer mal, gerade wo sie diese Körperarbeit gemacht hat, haben sich immer mal Stellen bei mir gezeigt für ganz kurz, wo sie sagte, da ist eine Blockade drin und das hat halt auch irgendwie gepasst. Da war mal kurz in der Nierengegend was, da war kurz in der Lebergegend was, da hat sich
im Fußreflex was gemeldet, wofür das Ohr steht. Da hatten wir nochmal nachgeguckt und das sind alles wirklich auch so Themen von mir. Sie hat das Hautthema bei mir gesehen, also ganz, ganz genial, was sie halt auch alles so wahrgenommen hat, was ich ihr vorher auch so gar nicht gesagt habe. Ne? Also das war eine sehr gute Arbeit mit Doreen, das kann ich jetzt schon sagen. Also ich habe mich sehr gut, sie hat mich sehr gut durchgebracht durch diese Übung, mit einer sehr angenehmen, klaren Stimme. Da war kein Druck, das war alles offen. Wir haben Zeit gehabt. Ja, und ich habe auch die innere Ruhe halt komplett gehabt und habe sie auch jetzt, um das Ganze nachwirken zu lassen. Also für mich war wir haben über eine Stunde miteinander gearbeitet, das war eine sehr angenehme Zeit. Ich habe gespürt, wie die Energie meinen Körper durchströmt, wie glücklich ich auch bin. Was ich ihr im Vorfeld so transportiert habe an Themen, das hat sie schön... das hat sie schön reinformuliert in Bilder, in ganz klare Bilder mit Geschichten dazu. Auch wirklich Dinge, die ich nicht gesagt habe, die dann einfach auch kamen und wo ich sage, ja, da gehe ich mit. Das ist total stimmig für mich. Und im Moment, ich bin einfach nur ruhig. Wie die letzten Tage schon. Also an dem Gefühl hat sich jetzt nicht so viel verändert. Aber es ist ja halt auch gerade so die Zeit, wo ich auch nichts testen kann. Vielleicht läuft mir hier gerade dann bald eine Spinne irgendwie mal über die Hose und ich schaue mal, was das mit mir macht. Vorhin, das wollte ich noch sagen, habe ich dann auch Bilder, wo wir das Thema hatten, von einer Spinne gesehen. Nur die Umrisse, nur die Schatten, die war auch ziemlich groß und ich konnte das aushalten. Also ich habe jetzt hier im Halschakra-Bereich nichts gespürt, dass ich da irgendwie kurzatmig werde. Ich konnte komplett bei mir bleiben, ruhig atmen, ja. Und was ich auch sehr schön fand, wie Doreen dann diese Bilder ausgeschmückt hat, die ich ihr im Vorfeld gegeben habe, zu dem Lebensort und zu dem Partner. Da habe ich mich gefühlt wie auf Wolke 7. Da habe ich mich in dem Moment, wo sie das nochmal so erzählt hat, es war total stimmig, ne? Als ob ich da auch wirklich bin. Und sie sagte ja auch, sie sieht ihn schon. Und ja, also ich bin begeistert von dieser Übung. Ich konnte mich sehr gut drauf einlassen und ich bin sehr kritisch bei sowas, weil ich selber seit über 10 Jahren mit mir ganz viel Bewusstseins- und auch Heilarbeit mache. Auch bewusst mit mir alleine mittlerweile, weil ich nicht nur gute Erfahrungen hatte mit Heilern und Coaches und Seminaren. Doreen kenne ich jetzt seit über 2 Jahren. Wir haben jetzt auch nicht so den regelmäßigen Kontakt, aber ich habe von Anfang an auch bei ihr gespürt, dass das passt zwischen uns, also auch diese Schwingung, wie man so schön sagt. Und ich habe eine Weile immer diese Übung vor mir hergeschoben. Also sie hat mich damit jetzt auch in Ruhe gelassen. Sie hat es mir 1-2 Mal gesagt, dass es das gibt und dass sie das macht. Hat mich aber damit überhaupt nie bedrängt oder so, hat mich komplett in Ruhe gelassen. Und ich kam jetzt halt von alleine. Ich habe das Gespräch gesucht. Ich wollte mit ihr darüber sprechen. Und weil ich immer so denke, wenn man an eine Sache nicht glaubt, dann bringt es nichts. Man muss daran glauben, sich darauf einlassen und bei mir war es soweit, dass ich sage, ich glaube daran, ich vertraue den Menschen, die da mit mir arbeiten. Es ist ja auch ziemlich viel persönlich, was man da macht, wo man auch andere Menschen in sich reingucken lässt, dann bei so einer Arbeit. Und da kann ich nur sagen, das hat sich für mich sehr positiv bestätigt heute. Ich bin jetzt sehr gespannt, was der Tag noch mit mir macht. Morgen ist Sitzung Nummer 2 und ja, das wollte ich jetzt mal mitteilen. Also rundherum war es cool, auch die Anspannungen, die zwischendurch da waren, weil ich habe einen sehr guten Körperkontakt, nehme alles ganz schnell wahr, was so im Körper passiert mit mir. Und sie hat dann die Blockaden gelöst, als ich ihr das gesagt habe und die waren dann halt auch weg. Am Rücken hatte es sich dann 2-3 Mal gemeldet und hat es nochmal gelöst. Und ja, ich war erstaunlich. Also war ganz erstaunt, was sie da auch wirklich immer gleich so auch gesehen hat. Und dann was so für Themen noch hochploppen, auch so das Thema Schuld hatte sie noch gesehen. Und das hatte ich gar nicht bedacht. Da ist echt noch so ein Schuldthema in mir drin. Ich
weiß auch, denke ich, schon ganz genau, wo es herkommt, aber das ist ja wurscht, ne, bei dieser Arbeit, das braucht man ja nicht wissen. Und es war aber da und auch das ist das, wo ich jetzt einfach mal ein bisschen genauer hingucke, wie sich der Drang, immer allen alles recht machen zu wollen und Leistung zu erbringen, nur um diese Schuld halt wegzukriegen und um gesehen zu werden, wie sich das jetzt dann, ob sich das aufgelöst hat. Also es sind ganz viele Dinge so, die ich jetzt einfach mal mit mir ausmachen möchte, die ich beobachten werde und da bin ich schon ganz, ganz sehr gespannt. Jetzt geht's mir gut, sehr gut sogar, es war eine sehr gute Sitzung, sehr gutes Feedback von mir. Ja, und vielen Dank dafür auch an die Doreen, dass sie so intensiv heute mit mir gearbeitet hat und so viel positive Energie zu mir gebracht hat. Vielen Dank, Doreen. Alles Liebe.